Neuronen spendigen. Wir haben einen Plan, wie wir dich dorthin bringen können. Vega führt dich durch den Vorgang. Dies ist meine primäre Betriebseinrichtung. Hier wurde ich geschaffen und hier befindet sich meine Kernprozessoreinheit. Es sind etwa 2,4 Terawatt für meinen Betrieb nötig, aber man hat entschieden, dass wir diese Energie nutzen können, um dich zum Ursprung des Portals zu schicken. Ich werde das nicht überleben, kann mich aber auch nicht selbst vernichten. Daher werde ich dich durch den Vorgang leiten. Alle internen und äußeren Türen der Station wurden gesperrt. Du musst einen Weg hineinfinden und die Sicherheitssysteme abschalten.
Meine Sicherheitssysteme arbeiten auf zwei getrennten Neuralnetzwerken, die in der Wartungseinrichtung zusammenlaufen. Jedes Ende wird durch ein Energiefeld geschützt. Aber du dürftest das überleben. Neurales Primärsicherheitsnetzwerk Neurales Hilfssicherheitsnetzwerk offline. Meine zentralen Betriebssysteme sind jetzt verwundbar. Du solltest zuerst das Kühlsystem zerstören. Das wird die Destabilisierung beschleunigen. Thank you.
Geraten Sie in ein Stufe 3 Dämonen-Eindämmungsereignis, bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolgsmann der Stufe 3 würde nicht in Panik geraten und das sollten Sie auch nicht. Leben ist Ihre Arbeit hier von Bedeutung. Im Gegensatz zu Ihrem sonstigen Leben ist Ihre Arbeit hier von Bedeutung.
Zugang gestattet. Zugang gestattet. Zu ihrem sonstigen Leben ist ihre Arbeit hier von Bedeutung. Erste Tests von Vegas protoplasmischen Schaltkreisen ergaben eine Temperatur von über 1,2 Megakelvin, 173 mal heißer als die Sonnenoberfläche. Deshalb wurde ein extrem gekühlter Bau errichtet, um die vielen Meilen von Vegas Schaltkreisen und die Millionen Prozessorknoten zu beherbergen. Geraten Sie in ein Stufe 3 Dämonen-Eindämmungs-